Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Olli1340. Ja, LS19 ist angesagt, aber wie ihr seht, nicht in Amerika, sondern auf einer deutschen Map. Und zwar ist es die Hopfach. Ja, eine super geile Map. Sowas von geil gemacht. Und es ist eine Map aus dem LS17. Die ist dann da gespielt worden und nicht fertig geworden. Und dann hat sich jemand der Map angenommen, die auf den LS19 gebracht und arbeitet noch täglich daran, um da eine Verbesserung reinzubringen, um das noch schöner zu machen. Ist schon Bombe, da kann man nicht anders sagen. Und ja, wie gesagt, das ist eine Beta-Version und DQX, der die Map weitermacht und betreut und wie ist es, jede Nacht da dran und baut irgendwelche neuen Sachen. Und da freue ich mich natürlich drüber, weil das ist eine Map, die mir sehr gut gefällt. Nicht nur von der Größe, wie gesagt, auch so alles andere mit den Bäumen. Und ich habe letztes Mal ja schon gesagt, dass da hier Tore sind, wo unten Moos dran ist und alles so Kleinigkeiten. Und dann hier mal was hingestellt, wo man zum ersten Moment so gar nicht hinguckt und dann doch sagt, boah, nicht schlecht. Ja. Ja, wie gesagt, ich möchte dann auch auf diesem Wege mich erstmal recht herzlich DQX bedanken für die direkte Hilfe, weil ich hatte so ein, zwei Problemchen hier gehabt mit der Map und das war überhaupt kein Problem. Ich hatte ja mal so eine kleine Vorstellung hier gemacht von der Map und er hat sofort darauf reagiert, hat sich bei mir gemeldet und wir haben uns dann ausgetauscht und ja, seit gestern läuft die Map also bei mir hier super. Und von hier aus nochmal recht herzlichen Dank und war super angenehmer Kontakt, muss ich ehrlich sagen. Also Hut ab und ja, mach ruhig weiter so, weil das ist so geil. Also das ist einfach, ja, ich bin sprachlos. Ich kann wirklich nur sagen, danke, danke, danke. Ja, wie gesagt, warum mir die Map eigentlich gefällt. Die Map ist sehr groß und ich zeige mal die Karte. Ja, das ist schon ein Klopper, das ist also nicht so vorne am Dorf anfangen Gas geben und sofort wieder bremsen, weil ist man durch ein Dorf durch. Nein, hier sind also wirklich schon einiges an Strecken zu fahren und man muss schon, wenn man von Dorf A nach B will, ne, doch schon Meters machen. Aber wenn man über die Map fährt, ihr werdet gleich sehen, wenn wir zum Sägewerk fahren, wenn ihr über die Map Map fahrt und seht, was hier im Einzelnen alles verbaut ist, wie das gemacht ist und allein diese Strecke hier, wie viel Berg- und Talfahrten da drin sind, schöne Kurven drin sind und ach, ist einfach nicht zu beschreiben. Wie gesagt, also ich finde die Map unheimlich toll und ich werde die auch, wie gesagt, mit dem heutigen Tage anfangen zu spielen. Ich werde mich überwiegend um die Holzgeschichte kümmern hier. Ich werde auch Felder machen, natürlich, ganz klar. Aber im Vordergrund ist erstmal Holz. Holz fällen, schneiden, verwerten und verkaufen und alles Mögliche. Und ich habe mir einen Standpunkt ausgesucht, wo ich also meine Fahrzeuge deponieren werde. Das ist hier oben bei Feld 122. Da ist also dieses Sägewerk 1. Ja, oder Sägewerk, sage ich einfach mal Sägewerk und Sägewerkabfälle sind da. In dem Bereich werde ich also meine Fahrzeuge unterstellen. Ich muss mal gucken, ich werde vielleicht eine Fläche freiroden, um eine kleine Halle zu stellen hier, weil der Unterstand, der da ist, ist eigentlich kein Unterstand, ist einfach nur für Häckselgut oder so mit unterzubringen. Und da werde ich hingehen und werde dann da mir irgendwo eine Fläche machen, um meine Fahrzeuge hinzustellen. Fahrzeuge habt ihr schon gesehen. Ich habe mir da so einiges angelegt an Fahrzeugen, die ich nutzen werde. Inwieweit sie funktionieren oder nicht, kann ich noch nichts zu sagen. Muss ich erst mit arbeiten, werden wir dann sehen. Und Fahrzeuge, die das nicht tun, die kommen dann einfach weg. Das ist dann so, weil ich stelle mir nichts hin, was nicht funktioniert.
Ja, das Wichtigste, was wir jetzt eigentlich haben, ist der Transport. Also wir müssen die Fahrzeuge von A nach B bringen und da fängt es schon an. Also wir sind hier mit Überlänge dran und viele werden jetzt sagen, das ist nicht richtig geladen und ja, das macht alles sein, aber anders ist es nicht möglich, weil wenn ich den zu weit nach vorne packe oder so, habe ich dann die Vorderachse ein wenig überladen, also habe ich den ne, im hinteren Bereich auf die drei Achsen das Gewicht gepackt. Ja, der könnte vielleicht 1 Meter nach vorne, aber dann kommen wir auch zu hoch, weil wir müssen irgendwo auch die Höhe einhalten. Ja, wie gesagt, und da möchte ich eigentlich heute in den ersten Video, was ich jetzt hier mache, auf der Hauptfach mal hingehen und die Fahrzeuge oben zum Sägewerk transportieren. Und wie gesagt, es wird so sein, dass ich mich hier überwiegend mit dem Holz beschäftigen werde. Natürlich auch Felder machen werde und Viehzeug wird auch kommen. Aber erste Linie ist erstmal Holz angesagt. Ja, ich verlinke euch die Originalmap, wo ihr die runterladen könnt. Und ich muss dabei sagen, ich hatte sie mir beim ersten Mal da nicht runtergeladen und man sollte sich wirklich überlegen, wo man manche Sachen runterlädt. Das war nämlich so eine Geschichte, war nicht so gut. Wie gesagt, ich verlinke euch das, ne? Und das geht über LS Mod Company und ist auch eine ganz feine Truppe, also kann man nicht anders sagen. Ja, so sieht's aus. Und dann würde ich alle sagen, fangen wir erstmal an und bringen mal die Gerätschaft, die hier auf dem LKW stehen, aber erstmal oben hoch zum Sägewerk. Und das wird schon ein bisschen haarig werden, weil die Straßen hier raus sind nicht gerade die breitesten und die Straße nach vorne raus auch nicht. Und ich werde mir eigentlich einen anderen Weg suchen. Ich werde gucken, dass ich dann hier, ich laufe mal schnell, hier oben rüber fahre. Weil dann kann ich zur Not ja, im Feld ausholen, weil ist doch schon ein bisschen länger. Wie gesagt, ist die Beta-Version und ich freue mich auf alles Neues, was da kommen wird. Nur habt Verständnis, wenn da nicht jede Woche irgendwie ein Update kommt oder so. Weil ich gehe mal davon aus, dass man für Kleinigkeiten nicht jeden Tag ein Update macht oder so. Aber ich glaube mal, das könnt ihr verstehen. Und wann das nächste Update kommt, kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er in Arbeit ist damit und da wird was kommen. Nur wann es kommt, lasst euch einfach überraschen. So ist das, ne? So, dann starten wir die Motoren. Motoren? Ne, nur ein Motor. Ich werde also jetzt ein bisschen in der Außenansicht fahren und ja, wollen wir mal gucken, dass wir die Kuh vom Eis kriegen hier, dass wir die Karre rumkriegen, weil er ist doch schon ein bisschen lang, ne? Also ich habe den ersten schon hochgefahren gestern und ja, um zu testen, wie das im Einzelnen funktioniert, lustige Geschichte und ich bin dann mal quer durch den Wald gefahren, dumm gelaufen, ne? Sollte man nicht tun. sind Bodenwellen drin, hängst du fest, kommst du nicht weiter. Aber so ist das im Leben, ne? Weil ich bin selber jahrelang LKW gefahren und habe Baustellenfahrzeuge gefahren. In den letzten Jahren habe ich Baustellenfahrzeuge gefahren. Vorher habe ich Fernverkehr gefahren in der Papierlogistik. Und ja, und ich kenne das, ne? Man fährt irgendwo rein und ne? Hofft doch, dass man ankommt und man kommt doch nicht an. Ja. Aber wie gesagt, das sind so Geschichten, da kommen wir bestimmt während den Videos, die ich hier machen werde, noch zu, dass ich da ein bisschen was drüber erzähle. Obwohl er lenkt hinten schön mit, ne? Er hat gelenkte Achsen, ne? Die drei Achsen sind gelenkt. Kann man sehen? Kann man das sehen? Warte mal, kann ich das denn zeigen hier? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal. Auch noch ein bisschen, ne? Ist gelenkt, ne? Also wenn die jetzt nicht gelenkt wäre oder so, boah, hätten wir auch schon ein Problem. Würden wir nicht rumkommen. Ist einfach definitiv so. Ich hatte in der Firma einen Tiefbettauflieger gehabt, auch ein Tele, den man ausziehen konnte. Ich hatte noch mal 4,50 Meter drin. Und ich kann euch sagen, also austeleskopiert fahren ist echt
geile Sache. Man braucht sehr viel Platz. Vor allem, wenn es dann in so einen Kreisverkehr reingeht oder so. Lustige Sachen. Da habe ich schon ein bisschen was geschwitzt manchmal. So, Kasperbeleuchtung an, ne, weil jetzt geht's auf die Straße. KI haben wir auch, ne? Und KI ist genauso frech wie auf jeder anderen Map auch. Ne? Also die bleibt nicht unbedingt stehen. Ne? Fährt ja auch schon mal eine Karre. Ist immer ganz lustig. So, mal gucken, dass wir nicht jetzt den Poller hier wegfahren. Den fahren wir weg. Der ist weg. Oh, ist nicht schlimm. Ja, guck mal, da steht er wieder. Ja, ne? Sind ja so Gelenke unten drin, ne? Wie gesagt, also ich werde mich hier um die Holzgeschichte kümmern und ja, heute wird es dann so sein, dass wir eigentlich nur den Transport machen und auch mal ein bisschen über die Map fahren nachher. Und ein paar Sachen noch zeigen. Dann nochmal Entschuldigung für das letzte Video, da war die Qualität nicht so tolle. Ich weiß nicht warum, ich habe es aufgenommen wie eigentlich immer. Und musste feststellen, dass es also ja nicht so eine tolle Qualität war. Muss schauen, ich hatte das letzte Video, was ich gemacht habe, hier über die Ravenport. Das ist natürlich dann wieder dementsprechend von der Quali besser. Was da gelaufen ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ist echt schade und tut mir auch echt leid. Aber nobody is perfect, ne? Deswegen machen wir jetzt auch mal einen Blinker aus, sonst. Ja, wie gesagt, also Karte finde ich unheimlich toll. Da geht ja schon los, wenn wir hier ins Dorf reinfahren, ne? Das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Hier ist alt und neu kombiniert, ne? Hier ist ein alter Hof, ja, der wirklich, wirklich alt ist. Ja? Und dann hier auf der anderen Seite sind dann schon die etwas moderneren Höfe. Mit Solarzellen auf dem Dach und so ein Gedöne. Ja. Ja, im letzten Video habt ihr gesehen, also wenn ich jetzt hier aussteigen würde, würde zu der Halle, die auf der rechten Seite ist, gehen und das Tor öffnen, würde das Tor aufgehen. Auch geil. Einfach nur geil. Ja, ich sag mal, hier wird unser Dorfarzt wohnen. Das ist einfach so. Das habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Ne, weil das sieht aus wie eine Arztpraxis. Finde ich. Ich weiß nicht, ne? Aber ich finde das so. Die Leute, die rumrennen, die kenne ich alle. Jetzt nicht unbedingt mit Namen, aber die laufen auf der anderen Map auch rum. Ja, egal. Aber wie gesagt, also die Kombination zwischen alt und neu hier oder so ist einfach nur geil gemacht. Ja, hier ist der Lohnunternehmer. Ja. Ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob ich mich hier unbedingt Müller nennen werde oder so. Naja, müssen wir halt eben sehen. Es wird alles auf dem Lohnunternehmen basieren. Wie ich das im Einzelnen her spiele, wie ich die Aufträge bekomme, um einzelne Parzellen abzuernten mit dem Holz. Und da mache ich mir noch einen Kopf. Da bin ich eigentlich noch gar nicht so weit. Ich bin so fasziniert von der Map oder so, dass ich erstmal hier drauf wollte, unbedingt. Und da ich ja so ein paar Probleme hatte, mir wurden ja manche Sachen nicht angezeigt und das haben wir gestern behoben. Ja, das ist auch so eine Geschichte, ich weiß das selber, dass das also jetzt ein bisschen doof aussieht, dass jetzt hier der Arm hochgeht. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich kann das nicht sagen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt andersrum genauso passiert, weil dann habe ich nämlich ein Problem, wenn es bergauf geht. Ich hätte es anders laden müssen, ja, ich weiß. Aber das Problem ist, wenn ich den jetzt zum Beispiel einknicke zur Maschine hin, bin ich zu hoch.
Und das wäre natürlich jetzt auch derbe übertrieben, wenn der jetzt da, was weiß ich, nochmal 4 Meter hoch steht. Und dann steht er auf den Auflieger. Ich meine, der Auflieger wird nur, ich sag einfach mal, 60 Zentimeter hoch sein, wenn er überhaupt so hoch ist. Aber trotzdem, wir kommen auf eine Höhe. Ne? Und hier seht ihr selber, ist klar, weil er vorne jetzt tiefer ist wie hinten. Soll nicht so sein, aber ist lustig, oder? Ich finde das eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, aber es sind alles so Sachen, ne? Das muss man erstmal rausfinden, ne? Gut, man hätte es anders machen können, man hätte hingehen können und hätte ihn drehen können. Den Ernter nach vorne und dann den Arm nach hinten auf den Auflieger auflegen. Aber dann haben wir das gleiche Problem, nur umgekehrt, ne? Ich versuch mal was. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Oder komme ich zu hoch? Definitiv. Halt. Ja, guck mal, Leute, wie hoch ich damit bin. Eins, was ich versuchen kann. Ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwelche PKWs kommen oder so. Ich glaube nicht. Machen wir mal genau andersrum. Das Problem ist ja eigentlich, dass er aufsteigt. Ja. So anders geht es nicht. So mehr geht nicht. Lass ihn mal jetzt so. Ja, ich mir meine Knöpfe. Ich drücke mal die falschen Knöpfe hier. Ja gut, dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ich meine, gut, mit dem Gewicht geht's. Eigentlich mit dem Gewicht ist es besser verteilt jetzt, ne? Wenn man mal ehrlich ist, weil schwere Teil von der Maschine ist also hinten, also mehr in der Mitte jetzt, und ja, dann fahren wir mal damit, ne? Wollen wir mal gucken, was jetzt im Einzelnen passiert. Er steht jetzt nicht gerade drauf. Nee, das Problem ist, er drückt mir den runter. Seht ihr das? Ja, wie man macht, macht man verkehrt, ne? Jetzt fahre ich mal da unten bis zu der etwas lichteren Stelle. Und dann versuche ich ihn noch wieder vernünftig draufzustellen. Na, da ist das Problem. Jetzt kommt er in den Knick. Und dann hebelt er ihm aus. Zack. Ich hoffe nicht, dass ich einen PKW hinter mir habe. Ja. Das machen wir ganz einfach.
So. Mein Gelenk ist nicht die Biester, ja, ne? Kann man nicht anders sagen. So. So, mal gucken. Dann geht's denn jetzt wieder los. Ich muss unbedingt meinen Joystick justieren, weil ihr seht selber, ich mach nichts und er macht was, ne? Okay, so lassen wir ihn jetzt stehen. Kommt mir ein PKW entgegen. Moin. Gefährlich. Ja, jetzt hebelt er mir aus. Warum macht er das? Ja, kannst hupen. Hup mal. So, lassen wir mal so, ne? Und gucken, ob es so besser geht. Ja, so wie ich also glaube, kommt hier keine Brücke. So, jetzt sind wir im nächsten Dorf, ne? Und hier auch wieder kombiniert, ne? Alt und neu und ja, einfach nur genial. Auch hier mit den Schildern hier zu den einzelnen Dörfern, ne? Ist egal von welcher Seite man kommt oder so, man kann das vernünftig sehen, ne? So, und nicht nur ein Schild dahin geknallt, sondern ne, so wie es sich gehört. Einfach nur geil. Ich hoffe nicht, dass ich hier zum Schild umfahre. Ja, muss ja nicht nur aufpassen mit Brücken oder so, ne? Sondern ne? Auch mit den Bäumen hier, ne? Ruck, zuck. Hängt man in den Bäumen fest.
Ja, ich habe im Beruf auch so Gerätschaften gefahren. Jetzt natürlich nicht zur Holzbearbeitung, sondern Arbeitsbühnen, Teleskoparbeitsbühnen. Die sind fast genauso aufgebaut. Nur, dass die keine zum Sägen vorne dran haben, sondern einen Korb, wo man drin steht. Und ja. Und wenn man dann so, naja, ein 54 Meter Gerät drauf hat oder so, ne, ist es schon heftig. Weil da ist man wirklich an die 4 Meter Grenze. Also wir reden hier von 3,95, 3,98, je nachdem, was für ein Gerät ist. So, und dann ist dann schon, ne, Vorsicht angesagt, ne. Jedes Mal irgendwo falsch abbiegen oder so, könnte dann schon fatale Folgen haben, ne. Aber in Deutschland ist es so, dass nicht unbedingt überall die Brücken ausgeschildert sind. Und dann kommen wir in eine Straße rein und so nach 500 Meter, ja, Straße mit Rechts-Links-Kombination, parkende Autos, und nach 500 Meter kommt so eine Rundbogenbrücke, die in der Mitte nur 3,20 Meter hat. Dann ziehst du erstmal ein langes Gesicht und dann kannst du mit dem Riesengeschlonze rückwärts raus. Wie gesagt, links, rechts und parkende Autos, ne? Hm. 5 Minuten für reinfahren gebraucht, 3 Stunden für raus. Schweißnass. Ja, anderes Dorf, hier ist auch, ne? Wohnt auch der Arzt, ne? Also wie gesagt, also ich bin jetzt hier ein paar Mal schon rüber geflogen und man findet immer wieder was Neues. Ja. Hier Firma und ja, Fleischerei. Da stehen draußen Paletten. Ne? Ist doch mit immer davon aus, dass diese Kartonage ist oder sonst irgendwas. Aber ist doch gut gemacht, ne? Hinzugehen und zu sagen, wir machen einfach mal hier so ein bisschen Kartonage hin. Ne? Und schon kommt ihr Leben rein, ne? Kann auch jetzt was anderes sein. Sag es einfach mal. Oder hier ist ein Leiter hingestellt, ne? Das ist doch geil. Ne? So. Und dann, jetzt achtet mal drauf. Guck mal hier. Die Lüfter drehen sich. Die stehen nicht einfach so rum, die drehen sich. Ja, wie geil ist das denn? Ich stehe einfach dann mitten auf der Straße und, ne, ist egal, sollen sie hupen. Ja? Und das ist jetzt nicht nur bei dem Gebäude oder so. Überall, wo Lüfter verbaut sind, drehen die Kollegen sich. Ist also, wenn man durch so ein Dorf fährt, ne? Und ich fahre jetzt extra langsam hier durch, ne? Und mal so ein bisschen links und rechts guckt, ne? Dann fährt man an so einem Gebäude vorbei, wie jetzt zum Beispiel Fleischerei, und sieht da die Lüfter sich drehen. Im ersten Moment nimmst du das nicht so richtig wahr, weil, jo, ist ja in echt ja auch, ne? Und irgendwann mal, ne, wenn du so durchläufst, oder sagst du auch, ey, guck mal, an welche Kleinigkeiten die Leute doch denken. Und das ist doch geil, das ist wirklich geil. Ich hatte ja letztes Mal schon erwähnt, wenn ich hier eine Geschichte drauf spiele oder so, keine Ahnung, was weiß ich, Schlepper oder müsste zur Reparatur, weil oben im Dorf, wo ich da jetzt bin oder so, die Reparatur nicht gemacht werden kann, muss man halt eben in das Dorf reinfahren. Und wie gesagt, das sind so Geschichten, die muss man sich halt eben ausdenken. Und muss dann da den Schlepper reparieren lassen. Warte mal, ich muss hier rein. Oh, Schande. Und jo, dann fährt man hier nach Otterbach oder was. Ja, und da lässt man dann den Schlepper reparieren. So, jetzt kommt die Strecke, wo er richtig knechten muss.
Hier fährst du durch den Wald, guck mal. Wenn ich jetzt im Inneren gehe vom Fahrzeug oder so, dann sage ich, jo, hast rein, das kenne ich. Ja, habe ich schon 1000 Mal gemacht. Durch so eine Waldstrecke gefahren. Einfach geil. Das sind alles so Kleinigkeiten. So, sind wir schon 30 Minuten dran mit dem Transport hier. Ne? Und ich habe auch noch einiges an ich gucke da jetzt gar nicht mehr hin. Also, der hat den Arm jetzt im Bett und trotzdem steht er hoch. Ja, ich weiß nicht, welche Problematik da besteht. Und wir gucken da jetzt mal gar nicht hin. Alles ist gut. Es steht richtig Bombe. Ja. Jetzt noch mal hin. Ich meine, gut, dass wir gleich da sind, weil so ist er gleich abgeladen. Ich verstehe es nicht. Also, tut mir echt leid jetzt. Na, okay. Also können wir die Maschine mit dem Tiefbettauflieger hier nicht mehr fahren. Das funktioniert nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Irgendwann ist auch mal hier. Ach so, die oben die Stiege noch hoch und dann sind wir am Sägewerk. Also ich wollte mit dem Kollegen jetzt hier nicht über die Straße fahren und das hätte natürlich jetzt urlange gedauert, aber immer gut, ich habe jetzt auch getrödelt. Ja, wie gesagt, Leute, wenn euch die Map euch gefällt und ihr möchtet die gerne runterladen, wie gesagt, unten ist es verlinkt, ladet die bitte da runter. Das ist die Original-Map. Und es ist eine Beta-Version, ist einfach so, die ist einfach noch nicht fertig. Aber die ist spielbar und alles, was hier jetzt ist, ist top und taco. Und ich freue mich da wirklich drauf, was da noch kommen wird. Ja, da ist das Sägewerk und wie gesagt, also hier werde ich irgendwo so eine kleine Fläche freimachen, wo ich dann halt eben die Maschinen, die ich jetzt für die Waldarbeiten brauche, unterstellen kann. Weil ich hasse es, wenn Fahrzeuge irgendwie draußen stehen. Weil viele sagen, ja, ne, das ist halt eben so. Und ich sag einfach mal, nee, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Fahrzeug unterzustellen, dann stelle ich es halt eben unter. Das war bei uns im Betrieb genau das Gleiche. Und das haben die Leute auch nicht verstanden, auch damals der Werkstattmeister nicht, warum ich mein LKW also abends in der Werkstatt gestellt habe, wenn ich Feierabend gemacht habe. Weil, ja, es ist einfach so, dass meine Gerätschaft, vor allen Dingen im Winter, wenn man ganz ehrlich ist, ich brauche nicht kratzen, ich brauche keine Standheizung anmachen, kein gar nichts, weil die Halle ist geheizt. Kann ich da besser die Halle nutzen, wenn nichts anderes drin steht. Also. Naja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, seht ihr doch, wir haben den noch schön transportiert. Der steht also, naja, er liegt fast auf der Straße, aber naja, gut, wir haben schön gemacht. Ja, dann werde ich wohl hier den Förster machen. Nee, Förster nicht. Förster werde ich auf gar keinen Fall machen. Ich werde einfach hier hingehen und wie gesagt, Waldarbeiten machen. Ich werde erstmal gucken, wo hier Bäume sind, die abgestorben sind. Dass ich da hingehen kann und kann aber sein, dass das war mein Joystick hier ein bisschen spinnt, dass der sich dann. Nee, der kann, deswegen hebt er sich nicht an.
Und wie gesagt, dann irgendwie parzellenmäßig so, so werde ich dann hingehen und werde dann die Bäume da rausholen oder fällen und dann fällen und dann verarbeiten und na, die Möglichkeit besteht ja hier, um den Hackschnitzeln dann Geld zu verdienen. So, dann stellen wir es einfach mal hier hin. Weil er passt da nicht unter. Und ich habe ja noch zwei Felder, die ich eigentlich auch dann weiter bestellen werde, auf jeden Fall. Und es werden auch Kühe kommen und Schafe und sowas alles, außer Schweine. Schweine kommen definitiv nicht. Weil ich mag keine Schweine. Hab da mal schlechte Erfahrungen gehabt und nee, muss ich nicht. So, ankuppeln. Einteleskopieren. Schwuck. So, die Frage natürlich jetzt, brauche ich hier nochmal unten, um den John Deere hochzufahren. Ne? Der John Deere ist ja auch so eine lahme Krücke. Und der K100, der 701 auch. Ja. Dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwo drehen können. Hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich da hinten nur den Kran rumfahren kann. Hier würde ich beim Nachbar ins Feld fahren. Das machen wir auch nicht. Ja, mal hier fahren. Dann fahren wir mal da ins Feld. Weiß nicht, ob das geht. Natürlich nicht. Aber na gut, mit den Transporter können wir nachher mal ein bisschen weitermachen. Wir können ja mal so mal eben schnell auf der Karte gucken, was es denn so im Einzelnen gibt. Ja. So. Dann haben wir oben nochmal ein Sägewerk. Ja, da können wir auch mal kurz hinspringen. Tankstelle. Tankstelle habe ich immer schlechte Erfahrungen. Ich falle immer in die Tankstelle rein. Ja, hier geht das. Hier ist er toll. Tankstelle, okay. Ja, können wir noch ein bisschen beiarbeiten, kein Problem. Dann machen wir das Gras ein bisschen weg und so. Auf jeden Fall ist hier eine Tankstelle. Und hier ist das Sägewerk, habe ich gesagt, ne? Ja, Sägewerk. So, gehen wir mal hier gucken. Ja, Dako, Sägewerk, alles da, was der Mensch braucht. Kann man ohne Probleme in Betrieb nehmen. Läuft. Natürlich doof, ne? Die armen Anwohner, wenn das Ding hier läuft, oh, das gibt richtig Aua. Also ich sag mal, die Jungs, ich sag einfach mal, ne, die fangen morgens um 7 Uhr an, brauchst du keinen Wecker nicht, ne? Weil wenn die Säge anschmeißen um 7 Uhr, dann brennt die Luft hier. Was da, ein kleiner Teich? Jo. Wollen wir mal eben kurz durchschwimmen. Ich war sowieso geschwitzt. Ah, so, lecker. Ja, aber Leute, guck mal, ist doch... Das ist wie bei meinem Schwager auf dem Dorf. Mein Schwager wohnt auf dem Dorf. Und das ist ja genauso, ne? Er wohnt sogar noch ein bisschen außerhalb. Also er hat einen Hof, der außerhalb ist. Aber er bewirtschaftet dann nichts, weil den hat er mal irgendwann mieten können und darf da wohnen. Und ja, aber wenn er da durch das Dorf läuft, ist es genauso. Gut, Sägewerk. Wo, da haben wir hier noch, was ist das? Kartoffel. Ne, Karotten. Hä? Karotten gibt es auch hier. Karottenabfüllung, das ist die 9, das kann ich schlecht sehen. Ich sollte mal die Brille aufsetzen, ne? Da steht doch.
So, dann gehen wir da mal hin. Gucken. Boah, war eine alte Hütte. Geil. Guck mal, das Dach auch so durchgehangen wie den einen Hof, den wir letztes Mal da gesehen haben, in den kleinen Mod-Vorstellungen, die ich gemacht habe. Ja, Karotten. Karotten soll es, glaube ich, wohl auch geben irgendwann. Habe ich gehört? Ja, auch alles da. Ne? Läuft, ne? Kann man hier so. Zack. Nein, ist doch falsch. Genau. Zack. Ja, schöne kleine Brücke hier, ne? Dass man auch da hinkommt. Und Bogenhalle. Oh, mal gucken. Oder mal, wo ist denn der Eingang hier von die Bude? Komm her. Sag mal. Von da aus. Guck mal, geht die Tür auf. Na, läuft, ne? Und du auch? Ja, eine Seite. Okay. Gut. Karotten. Was haben wir als nächstes? Schweinezucht. Gehen wir mal zur Schweinezucht hin. Zack, ich mach die ja nicht, aber trotzdem. Wir gehen einfach mal hier hingucken. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, Schweine, 3000 Stück auf der Map, das muss. Soll ja auch. Muss ja jeder so spielen, wie er gerne möchte, ne? Ja, nicht hier derjenige, der hier sagt, du darfst das nicht. Aber alles da, guck mal. Ne? So, pop, hier gehen die Tore auf. Ist nicht so, dass man, ne? Vor zu Tore steht. Ärgerlich ist ja, das finde ich immer so doof. Du kommst dann von hinten rein und da ist dann, das Tor geht auf, ne? Und die anderen Tore gehen nicht auf. Ja, habe ich auch schon gehabt. Aber hier ist alles. Auf zu, geht alles. Ich mache das wieder zu, weil ich komme vorerst hier nicht hin. Und, ne? Nicht, dass dann irgendwelche Leute die Strohballen da mitnehmen oder so. Aber mehr ist ja hier auch nicht drin. So, schickes, schönes, kleines Haus. Auch wieder mit die Senke im Dach. Also, da stehen hinten hier meine ganzen Fahrzeuge. Hier, Tor geht auf. Unterstellplatz. Hä? Schick, oder? Läuft, ey. Ich sag ja, ist egal, wo du herfährst oder hingehst oder sonst irgendwas, sind immer wieder Überraschungen, ne? Alte Mühle. So, dann springen wir jetzt in die alte Mühle. Die alte Mühle klappert am Bach, oder wie war das? Nein. Guck mal. Eine windige Mühle ist das. Pass auf. Ich glaube. Nee, hier nicht. Das wäre. Aber warte mal, da guckt man bestimmt rein. Hier ist auch so eine Tankstelle. Ja, da müssen wir gucken. Müssen wir das Gras wegmachen. Oha. Die haben hier Bergschäden. Guck mal. Geil. Gut, Mühle ist nicht begehbar, nicht schlimm. Läuft. Wie gesagt, Leute, ist eine Beta-Version. Der gute Mann ist da dann nächtlich am Arbeiten. Ich weiß es ganz genau, dass er das nachts macht. Schicke Sache. So, was haben wir denn noch da hier? Was ist das? Kalkstation. Ab. Ne, das ist die BGA. Also gehen wir mal zu der BGA. Zack. Ja, so. Unterstellmöglichkeiten ohne Ende. Da ist er. So, hier kann man abladen. Was immer man hat gerade. Ja, hier muss man gucken, wie viel die natürlich verbraucht. Ne? Wir hatten mal, ich weiß nicht, auf welche Map das gewesen ist. Hatten wir eine gehabt, die hatten einen Silo gehabt, den haben wir vollgepackt mit, ich meine, 5 Millionen oder 5,5 Millionen. Und den haben wir aufgemacht. Und dann haben wir haben mit, ich muss dabei sagen, nicht mit dem Radlader gearbeitet, wäre einfach gar nicht möglich gewesen. Wir sind hingegangen und haben uns eine Bandanlage hingestellt und dann vom Silo aus direkt ab da rein. Und da waren die 5 Millionen in 2 Stunden weg, ne? Das ist so eine ganze Woche, hast du geknüppelt, um das Zeug da reinzukriegen. Und dann 2 Stunden, Feierabend, nicht schön, ne? Ich meine, auch riesig Geld verdienen, aber weg. Ja, BGA, schön, schick, gefällt mir. Auch hier
brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Zack, Kummer. Leute. Um mal hier hinzugehen und zu sagen, weißt du was, hier steht ein Baum, damit wir den nicht gefährden und immer darum rumfahren oder reinfahren in den Baum, ne? Weil Bäume sind ja wichtig. Machen wir eine Umrandung. Zack, fertig, aus. Läuft. So, weiter geht's. Ich habe schon, 15 Minuten haben wir noch. Ich versuche immer nur Stundenvideos zu machen. Also nicht, es passiert schon mal auf BGA 1 und dann nochmal BGA. Okay, da schon mit Kalk. Ach, da ist die Kalkstation. Achso, die ist bei der BGA hier. Tja, guck mal. Hier ist steht so ein Silo hier. Kannst du Kalk abfüllen oder was? Ja, läuft. Es kann schon mal sein, dass ich mal ein 1,5-Stunden-Video mache. Letztes Mal ist es dann so gewesen, dass es ein 2-Stunden-Video geworden, weil wir hatten da durch ein Teammitglied, den Papa Tango, haben wir dann noch Flugszenen eingebaut und ist das Video halt ein bisschen länger geworden. Aber ich versuche immer so eine Stunde. Ist eigentlich so eine Sache, wo man sagt, ja gut, so eine Stunde kann man sich angucken. Ist top. Reicht voll und ganz. Alles andere wird langweilig. Ich habe es auch gemacht mit halben Stunden Videos, aber in halben Stunden Videos so auf 19 oder so, was hat Christian da geschafft? Hast du dich gerade im Schlepper gesetzt, ne? Und fährst los und kannst wieder Stopp drücken, weil ne, halbe Stunde ist vorbei. Möchte ich auch nicht haben. So, das wo waren wir jetzt hier? Reifeisen. Dann haben wir die Rinderzucht, dann gehen wir nochmal in die Rinderzucht rein, ne? Gucken wir hier, Unterstellmöglichkeiten ohne Ende. Also hier kannst du deine Gerätschaften hinstellen, die du brauchst für den Rinderzucht. Ja, ich mach mal auf hier. Ja, ne? Guck mal. Das ist doch ein sauber, geiler Stall. Ja? Da freut sich doch jede Kuh hier zu wohnen. Wenn du zum Viehhändler fährst, sagst du immer, ich will zu dem... Kommt die Kuh an und sagt, ich will zu dem Rinderhof. Hof. Ich erzähl nur wieder Blödsinn, ey. Wie gesagt, alles vorhanden, alles geht auf, alles bewegt sich, dreht sich. So wie es gehört. Was haben wir hier? In den Silokram. Gut, weiter geht's. Wo ist noch die Karte? Die Karte ist ja nie, wie gesagt, die ist nicht klein, aber ist so geil. So, das ist nochmal so ein Kalkwerk. Ob da ein Silo steht, weiß ich nicht. Gehen wir mal kurz besuchen. Rup. Auch Unterstellmöglichkeiten. Vielleicht kann sein, dass das, ja, hier ist so eine Abflugstation. Ne? Fährst du drunter, kannst dich mit Kalk voll machen. Hier kannst du irgendwann wegschütten oder hinschütten. Trampe. Ja, aber wie gesagt, das sind so alles noch Sachen, da muss ich gucken, wie das. Moment. Kann man hier baggern? Da muss ich ausprobieren. Oder oh, das wäre. Boah. Ja, wahrscheinlich, ne? Radlader ruppt da unten rein in das Loch. Hier oben abgekippt und dann kommt er da rein. Irgendwie unterirdische. Zack, 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 zack. Und dann kannst du dann aufladen. Auf den Knopf gedrückt und bitte nicht jetzt, ich stehe da drunter. So. Ja, da haben wir hier nochmal so eine riesen BGA. Also, da waren wir letztes Jahr schon drauf gewesen. Yes. Milch. Wolf. Okay. Oh, guck dir das an, ey. Ja, läuft, ne? Also, wie gesagt, jeder Meter, den du hier gehst oder so, findest du immer irgendwas Neues. Und was mich interessieren würde, ist, was ist das hier? Hä? Moment mal. Das ist irgendein Schienensystem. Okay. Wir sind hier getrennt, weil man dann durchfährt. So, ich will jetzt da rein. Da will ich mir angucken. Was für was soll das denn sein? Nee, oder?
Ist so eine automatische Futteranlage oder was? Okay, können wir schon vorstellen, ne? Sagen nicht Leute, das funktioniert. Das muss ich ausprobieren, da muss ich gucken. Und da geht von einem Stall zum anderen, ne? Jo, tatsächlich. Hier rein, da rein. Up, hier rein. Da raus. Darum. Und hier ist, da wo die Durchfahrstellen sind, haben sie das hoch. Wie geil ist das denn immer? Und dann geht, Moment mal, ist denn das hier das Strohlager oder was? Was ist das nun? Hä? Irgendwelche Pellets oder so? Futterpellets oder sowas? Oh, ich wollte den Transport zeigen, die Fahrzeuge nach oben. Ist egal, aber ich will jetzt wissen, was das hier ist. Ja, auch so Geschichten, ne? Nicht so einfach irgendwie dahin geklatscht oder so, ne? Und oben mit Siemens Lufthaken aufgehaken, ja, da sind Schrauben drin. Und auf anderen sind bestimmt Motoren, wa? Ach, läuft. Ich nicht sägen hier, nein! So. Ja, das sind riesige Ställe, sind das, ey. Boah, Leute, guckt euch das an, ey. So, jetzt gehen wir hier weiter. Na, ich mach mal Schnellgang. Hup, 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 hup. Hier geht es weiter. Alles Milchhöfe, Gedöne. Hier ist auch nochmal ein Stall oder was, mein Gott. Wie viel Rinder kannst du, wie viele Viecher kannst du denn hier reinpacken? Alter Schwede, guck mal die Weide an. Ach, guck mal. Hihi. Geil. Nicht die Milka-Kuh, aber eine fliegende Kuh. Läuft. Ja. Super, Weidefläche, alles da. So, jetzt gehen wir aber trotzdem noch eben schnell, ne, BGA4 und kurz eben reingucken. Mir läuft die Zeit weg. Echt jetzt? Ja, wie gesagt, auch Hallen, Unterstellmöglichkeiten, ne? Bob, guck mal hier. Ah, hier kannst du dann abkippen und so also ein Kram. So, was geht denn hier noch? Hier sind auch Kühe. Ey, was geht hier ab? Guck an, Mini-Kühe. Nein, das sind Kälber. Wir sagen Kälber immer noch. Okay. Läuft. Zack. Geht dazu? Geht zu. Dann haben wir dazu mal. Klauen wir uns näher das Zeug hier. Nein, sehr detailgetreu gemacht. Wirklich. Sich mal richtig Gedanken gemacht. Ne? So, das ist irgendwo im Wald gebaut worden, das Ding. Ne? Weil BGA stink, laut, Gedöne hast du nicht gesehen. Wenn wir wollen wir aus dem Dorf weg haben und machen wir hier oben hin, haben wir Ruhe. Ne? So. Dann haben wir einfach eine Waldfläche geopfert und haben dann hier oben die BGA hingebaut. Geile Geschichte. So, das ist der Zufahrtsweg hier, überleg mal. Ja, da haben sie Platten hingelegt. Ich gehe mal davon aus, das sind irgendwie so Anti-Rutsch-Dinger. Dass also, wie gesagt, wenn es anfängt zu regnen oder so, also möglich ist, hier raufzufahren und dann nicht irgendwie im Schlamm versackt. Logische Schlussfolgerung. Im Winter, na gut, da kannst du nichts machen. Wenn drauf schneit, ist vorbei. Aber man sollte dann zusehen, dass man in den Wintermonaten die BGA so voll hat, dass man da nicht hoch braucht. Schneit's auf der Map? Nein, glaub nicht. Nein. So, weiter geht's. Molkerei. Dann springen wir eben in die Molkerei rein. Wir springen in die Molkerei. Hallo? Suchen. So. Molkerei. Fahrzeuge verbaut. Auch alles top. Ne? Guck rein hier, ist einfach nur kein Vierelefant oder was, alles gut. Ich komme nicht durch das Regal, bin zu dick. Ja, ich mache jetzt mal ein bisschen schnell Gang hier, ne? So, Tor, ne? Muss man einen Knopf drücken, dann geht er auf. Ja. So, Milchhof, ne? Einfach mal hier rüber zu gucken, ne?
älteres Gebäude, ne? Und ne? Steht bestimmt schon, ich sag mal, 30 Jahre hier der Milchhof und so. Und dementsprechend sieht er auch aus. Und das ist auch gut so. Ne? Hier oben, ne? Einfach mal so ein bisschen, ist da wo Wasser runtergelaufen, war mal was undicht oder so, ne? Im Mauerwerk Spuren drin. Hier unten abgenutzt, ne? Weil immer Spritzwasser hin. Ne? Hier. Ja. Dreckig. Ist so. Weil ist eine beschissene Ecke. Ne? Hier, ne, haben sie, waren mal so Warnstreifen dran, mit den Jahren abgegangen. Geil! Die Betonmischung, ich weiß gar nicht, wo die den ganzen Beton hinkamen. Echt. Super. So, jetzt waren wir in der Molkerei. Jetzt gehen wir mal zu der Fleischerei. Gehen wir schneller hin. Einmal hier kurz über den Hof gucken. Da, guck mal, da dreht sich was. Aber hier waren wir ja vorhin, ne? Zack, nächste Bude. Brauerei. Oh, so ein lecker alkoholfreies Bier könnte ich jetzt auch gebrauchen. Oh, okay. Hm. Jo, okay, Brauerei. Da steht Steinmetz, ne? Gehen wir da doch mal hin, ne? Okay. Auch Viehzeug. Ne? Kannst du von außen hier in den Stall gucken, ne? Was da so drin los ist. Läuft. So, gehen wir mal bis zum Zaun und dann gucken wir da hinten rüber. Ne? Da hast du auch, ne? Auch nochmal einen Hof. Oder zumindest Hallen und. Einfach nur Wahnsinn. So, Lieben, wir haben jetzt noch genau drei Minuten. Können wir noch eben schnell ein, können wir gucken. Und alles andere werdet ihr sehen, wenn ich hier anfange, dann drauf zu spielen. Und naja, dann kommen wir in jede Ecke rein. Und na, ja, wie gesagt, ich verlinke euch unten, wo ihr die Original-Map runterladen könnt. Na? Und wie gesagt, lad die bitte da runter, weil da ist es sauber. Das weiß ich hundertprozentige Gewissheit. Und wenn irgendwelche Probleme entstehen, einfach. LS Motto Company kontaktieren und das sind immer Leute, die dann euch auch helfen werden. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt mal eben schnell noch Metzgerei. Mal gucken, ob wir mal eben schnell ein Wurstbrötchen holen, oder? Hier gibt keine Wurstbrötchen. Hier ist noch gar nichts eigentlich. Hier müssen wir erstmal nur einziehen. Geht das auf? Jo, läuft. Ja, ne? Und hier wohnt der Metzger. So einfach ist das, weil hat ja nur 3 Meter zur Arbeit. Fängt um 8 Uhr an, um 1 Minute vor 8 geht er zur Arbeit, läuft. So einen Job hatte ich auch mal gehabt. Ne, gucken die Schweine aus dem Fenster. Läuft. So. Ach, komm, die Kalkstation, die haben, wir haben ja schon eine gesehen. Und so, jetzt mache ich die Map noch ein bisschen kleiner. Die Karte. Und ihr seht selber, es ist ein Riesenpaket. Hier oben war ich noch gar nicht. Weil, wie gesagt, ich hatte mir gedacht, hier werde ich die Fahrzeuge stationieren, weil die ganze Wälderei habe ich mir einfach mal gegönnt. Ist einfach so, weil ich hier Geschichten drauf spielen möchte und da brauche ich das halt eben. Alles gescheatet. Und ja. Hier oben war ich noch gar nicht. Und wie gesagt, hier oben ist ja auch noch Wald ohne Ende und. Ja, wie gesagt. Lasst euch überraschen, was hier auf der Hauptfach alles so kommen wird. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, schöne Nacht. Je nachdem, wann ihr die Videos guckt. Ich weiß es ja nicht. Ja, und ich bin da einfach mal raus, ne? Der Olli 1340. Bis denne. Ciao, ciao.